Hi, mein Name ist Nino und schön, dass du wieder hergefunden hast. Wir sind heute im Norden von Krakau unterwegs und zwar, wir sind jetzt gerade am Tauron-Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade da erkennt. Ich gehe gleich einmal rum, dann seht ihr es, glaube ich, besser. Dieses Video wird ein bisschen spezieller. Ich glaube, das wird eher was für die eingefleischten Polen-Fans. Wir werden nämlich ins Raumfahrtmuseum gehen und eher weniger touristische Gegenden abklappern, weil ich einfach diesen Flair mag, wo die ganzen Einheimischen sind. Und das hat einfach irgendwie, das gefällt mir ein bisschen besser. In dem Video soll es heute gehen. Wenn es dir gefällt, dann hinterlass mir ein Like und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Das Wetter heute ist nicht ganz so gut, aber wir machen das Beste raus und im Museum ist es sowieso egal. Ja, die Parks sind sehr gepflegt hier, ne? Also ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich in Polen war, da war das aus meiner Erinnerung nicht ganz so sauber hier, aber da war ich jetzt auch nicht hier unbedingt in Krakau gewesen. Aber es ist schon schön und hier gibt es sehr viele Eichhörnchen, ne? Das ist echt cool. Das ist sowas von toll hier. Ich bin hier gerade im Luft- und Raumfahrtmuseum von Polen. Und ja, was soll ich sagen, ne? Guck ich das an. Vorne sieht man zum Beispiel noch hier und hier vorne, das sind die Messinstrumente, damit man weiß, wie schnell man ungefähr fliegt. Das kannst du ja schlecht mit einem Tacho oder sowas messen. Hier ist nämlich so, man sticht ja durch die Luft durch, mehr oder weniger, und dann kommen unterschiedliche Luftströme hier da rein und dadurch kann man dann halt messen, ob man oder wie schnell man gerade fliegt. Vielleicht noch was Interessantes, und zwar je höher man ist, desto dünner wird ja die Luft. Und dadurch ist man schneller in der Schallgeschwindigkeit. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass man dann halt unter unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Schallgeschwindigkeit schon erreichen kann. Ist das nicht richtig cool? Das ist total geil. Ja. Und genau, die Schallmauer, das merkt man gar nicht, dass man sie durchbricht. Man fährt einfach, oder man fliegt besser gesagt einfach, und irgendwann ist man einfach durch. Und dann hat man die, wie soll man sagen, die
Schallgeschwindigkeit erreicht. Aber man merkt selber, wenn man im Cockpit sitzt, überhaupt nichts davon. Das ist total interessant, das ist richtig cool. Es ist ein Traum, die sind so schön, oh, so viele schöne alte, aber auch neue Modelle. Oh, ich mag es, so die Raumfahrt und generell. Oh. Hier vorne wird die Luft einmal aufgespalten, mehr oder weniger nicht aufgespalten, aber damit wird sie mehr oder weniger besser rein befördert. Bei den anderen ist es so, da ist dann hier vorne so dieser Luftwiderstand und hierdurch kommt mehr Luft rein. Das heißt, hier wird es aufgestochen und kommt gleich direkt hier rein, also die Luft jetzt. Ne? Da drinnen geht es dann einmal rein, kommt zu einem zu einer Turbine, da wird die Luft dann einmal komprimiert und mit Diesel einmal angereichert und am Ende wird es dann einfach nur noch angezündet und dadurch hat man dann diese extreme Schubkraft, die einen dann halt in den Sitz drückt. Oh, das ist so eine geile Technik. Vielleicht mal so zur Einordnung. Der Vogel ist jetzt 7 Meter lang, 7 Meter breit von Flügel zu Flügel und 14 Meter in der Länge gesamt. Und ja, der hat ein Gewicht von 8700 Kilo. Oh, da ist so viel Kraft dahinter, das ist unglaublich. Menschliche Technik, ey, das ist echt klasse, das ist echt richtig schick. Mit dem Rückspiegel. Ja, ich fühle mich wie das Krümelmonster in einer Keksfabrik. Also das ist unglaublich schön. Also jeder Arbeitstag wird total klasse hier, muss ich sagen. Das ist echt ziemlich cool. Oh, das ist echt schön. Die kleinere Variante würde ich glaube ich auch ans Motorrad dran binden. Ne? Noch ein kleiner Tipp, wenn die hierher kommt. Montags ist immer geschlossen und Dienstags ist immer kostenlos. Jetzt gerade sind wir auf der alten Rollbahn. Ne? Also auf der Rollbahn würde ich jetzt nicht unbedingt starten oder landen wollen. Thank you.
Wetter ist noch richtig gut geworden. Wir gehen jetzt mal zu den Food Trucks. Hier im Park ist schon ein bisschen was los, wie man sieht. Ich hoffe, die Läden haben schon auf. Es ist jetzt irgendwie 16 Uhr oder 17 Uhr so um den Dreh. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt einen Classic-Burger bestellt und das Ding bimmelt gleich und dann kann ich das Ding abholen. Das Wetter ist heute total merkwürdig. Also es ist irgendwie, heute Morgen war es am Regnen, mittags war Sonne da und jetzt ist es so ein bisschen am Spüren, also so ein bisschen windiger. Und total verrückt. Aber ich bin echt sehr gespannt auf den Burger und ich habe total Hunger. Das mit dem Burger, das war eine ganz nette Abschlusssache. Ich würde sagen, damit sind wir vorerst mit Krakau durch. Es hat mir hier tierisch viel Spaß gemacht. Die Leute sind wahnsinnig freundlich. Und ja, ist echt schön hier, muss ich sagen. Ne? Das erste Video zu Krakau hat mir so überhaupt nicht gefallen. Guckt ihr das mal an und sagt mir mal, was ich da alles verbessern kann. Da gibt es so einiges. Und sagt mir mal, ob dir dieses Video besser gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann sind wir nicht mehr in Polen, sondern in einem Nachbarland.